Ja, ich muss transen noch. Du musst ja, das kriegst du ja hin. Und Kitana ist auch am Start, dann machen wir wieder die alte Raid-Gruppe hier. Ja, ich Vorgrauen. nehme eben gleich die Gilde rüber, weißt du, wegen Gold und so. Ach so, ja, geil. Nimmst du alles mit, oder was? Ja. Alles klar. Ico, wir sehen uns in-game und hoffentlich bei vielen In-Game-Events, dann können wir wieder auf dem TS ordentlich chillen, you know? Ich bin immer dabei, Du bist ne? dabei, Alter. Schönen Gruß in die Ja. Schweiz. Und Ja, hau dir noch klar. ein Käsefondue für uns rein, Alter. Mach's Ja, gut, Ico, alte dabei. Rinde. Sauber. War schön, wieder was Okay. von dir zu hören. Hau rein. Okay, hau da Ciao. rein. Geile Sau. Ich bin ja gespannt, ob er morgen gefeuert wird. Findest du, der Chef hört das? Wer weiß? So, was ist denn hier? Hampoo? Nicht zu wechseln mit Shampoo. Was will er denn? Will aufgenommen werden. Gut, was haben wir noch? Mal gucken. Weitere Kontaktanfragen. Wie viele haben wir denn noch? Wir müssen noch vier Leute anrufen. Müssen wir mal gucken. Wir dürfen nicht so viel labern mit den Leuten irgendwie. Einfach rein, raus, bam, 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 bam. So, Die sollen uns ja sagen, was sie wollen. eigentlich ja. Die Tati hat sich einen hübschen Kerl gewünscht. Irgendwie, ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt in unserer Community. So. Das ist so kein Bild oder kein Typ, der mich so vom Bildchen her, vom Namen her so anspricht. No. Ja, Doch, eben, ist doch, er. doch. Was denn? Mach hier den Chrissy Boy. Den Chrissy Boy. Christian Schmidt. Ja. Den Chrissy Boy. So, gucken, der Chris Schmidt. Chris Schmidt! So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Chris Schmidt für uns hat. Alter, habe ich gerade in der Zeile gesehen, Deutschland über alles, echt? Oh, das Video lädt. Chris, alte Rinde! Was geht? Hey, hallo, könnt ihr mich hören? Wir können dich hören. Du siehst ein bisschen Ja, verpixelt aus, aber wir können dich hören und sehen. das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wie geht es dir? Was machst du? Hast du auch den halben Abend auf unseren Stream gewartet? Ja, habe ich. Und ich habe mich gefreut, als ihr dann da wart, endlich. Erzähl mal ein bisschen. Spielst du WoW? Was machst du? Wie kommst du in Ja, das ich Network? spiele WoW. Also ja, ganz gut so. Ich freue mich, dass es immer wieder neue Sachen gibt. Und ja, WoW und jetzt gerade letztes Schuljahr und ich dachte mir so, man muss Prioritäten setzen und neues Addon kommt, also. Im Im letzten Richtig. Schuljahr, Alter, weiß ich nicht, ob wir das übers Herz bringen können. Willst du Scheiß trotzdem auf Key haben, Upgrades. Alter? Ja, gerne. Okay. Auf jeden Fall. Wir müssen uns ja schon ein bisschen überzeugen hier. Ja, Ist ja halt Chris, nichts irgendwie, du gemacht. hast uns noch nicht so richtig gecatcht, Alter. Da muss noch irgendwas kommen. Ja, warte, ich dichte was eben. Alles Ich klar, bin hau ein ganz raus. Hau guter raus, wir hängen an deinen Reimer. Lippen. Stevenio, du bist ein cooler Gringo. Fantastic wird fantastic. Und darum brauche ich einen Key. Was reimt ihr auf Key? Den bekommst du nie. Was reimt ihr auf Key? Den bekommst du nie. Iced Tea. Ich fahre auch gern Ski. Jawohl, hast du voll rausgehauen. Pape zeigt dir hinter der Kamera echt Daumen runter. Also wenn du mal Pape siehst, immer gleich auf die Fresse hauen. Irgendwas wollte ich dir noch Ja. fragen. Verdammt, irgendwas wollte ich dir, irgendwas Wichtiges sogar. Ich finde, ganz mal ehrlich, guckst du Wrestling zufällig? Nee, ich spiele nur Wrestling. Auf PlayStation manchmal. Ich finde, das ist nicht, John echt nicht Cena? böse gemacht. Ja, er sieht ein bisschen aus wie John Cena, Ja, oder? dachte ich mir auch, Du ja. hast ein bisschen Ähnlichkeit mit John Cena, Alter. Nicht nur vom Gesicht, auch von der Körperstatur. Du gehst oft ins Fitnessstudio, Alter, oder? Na klar, na klar. Alter, du geile Sau, du! Könnten wir ja gleich mal unserem Mädel fragen, was er davon hält, wenn sie nicht Bei gerade. dem Taddy, was hältst du von dem Typen? Geht da was? Ja, darf sie nicht sagen, weil ihr Macker neben ihr sitzt. Alles klar. Chris, möchtest du noch irgendjemanden grüßen? Ja, meine Schwester möchte ich gern grüßen. Die guckt auch zu? Ja, ich glaube, ich hoffe, dass sie zuguckt. Wo kommst du Ja, überhaupt aber her? die Das habe wird ich noch sich gar nicht freuen, dass ich gefragt. mit dir gesprochen habe, Wo kommst wenn du sie her? nicht zugehört hat. Hast gehört? In Niedersachsen. Aus Niedersachsen auch. Du bist also quasi bei uns in der Nähe. Wo kommst du aus Niedersachsen Ja. her? Lüneburg. Lüneburg, das ist ja ein Katzensprung von uns. Krass. Ja. Gut. Chris, ich danke dir, dass du hier dabei warst. Wie Ja. gesagt, wir entscheiden dann aus drei oder vier Danke euch. Anrufen. Ja. Ich glaube, er hört den Stream auch, kann das sein? Ja. Ja, ich höre den Stream auch. Das ist ja gerade alles durcheinander. Also Chris, wir entscheiden das am Ende, die Jury, wer die zwei Keys kriegt. Wenn, dann schreibe ich dich an und du guckst ja sowieso zu, ne? Ich gucke sowieso zu. Ich würde dir den Key gönnen, du. Ich finde, du bist ein sympathischer Typ. Danke, Alles du klar, auch. schönen Abend, hau rein, ciao. Jo, ciao. Auch ein netter, ne? Hier, guck. Deutschland, Deutschland, über alles. Ja.
Ob man sowas unterstützen sollte. Aber der war trotzdem nett irgendwie. Ja, letztes Mal hatten wir einen auf dem LOL-Stream, hast du das mitgekriegt irgendwie? Ja. Der hat irgendwie, nachdem er dann fertig war, sagt er irgendwie so Sieg heil so, und, ja. Und ging dann off irgendwie so richtig. Ja, krasser Typ, ja, ja. Ja, aber das gereimte Gedicht war ein. Ja, aber der Chris war irgendwie schon netter eigentlich, oder? Der hatte irgendwas Sympathisches an sich, fand ich. Nee? Ja, sympathisch war er, aber. Die schütteln alle die Köpfe. Ich bin wieder, ja, ich mag einfach die. You can see me! You can see me! Gut, wen nehmen wir jetzt rein? Klosterfreak. Noch eine Frau. Noch eine Frau. Ja. Zwei Frauen, zwei Frauen. Find mal in einer Release nach zwei so hübsche Frauen wie die Miri, Alter. Schauen wir doch mal durch. Sie hatte eine blaue Strähne da, jetzt macht man nicht alles mies hier. Also hier sah es so aus, als hätte sie blaue Haare. Also ganz ehrlich, ne, ich habe viele Sendungen schon gemacht, aber so eine Rakete hatte ich noch nie im Sky. Boah, ich bin mir hundertprozentig, dass meine Frau schon schläft, ja. Sonst würde ich jetzt so einen Nacken kriegen. Steve's Frau. Was nehmen wir denn jetzt überhaupt hier? Benjamin Robert. Stich nicht. Leo Lustus. Oh, das ist Jakob Klau. Das ist hier, wie heißt der? DJ Jakob. DJ Jakob. Ich meine, der hat auch immer echt einen Unterhaltungswert. Der Typ ist irgendwie geil, oder? Wollen wir den mal nehmen? Ja. Einmal DJ Jakob. Gönnt ihn Fame. Nein? Nein. Demokratie. Wer ist dafür, dass wir DJ Jakob anrufen? Ich. Wer ist dagegen? Oh. Tja. Sei froh, dass du es gerade nicht sehen konntest, lieber Jakob. Das hätte dir wehgetan. Es war knapp. Sehr. Wollen wir mal hier den Spirit Reaper 24 nehmen? Mit dem Namen? Spirit Reaper nehmen wir jetzt. So, wie heißt der? Dreamful. Okay. Na und? Er sieht ein bisschen aus wie so ein hier, Dragon Ball Z, oder? Ja. Auch so dunkel. Hallo. Hallo, wir grüßen dich. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Also ich höre dich. Hallo. Wir müssen dich. Ich höre dich. Hörst du uns? Das ist die Frage. Moin. Ich höre dich. Hörst du uns? Das ist die Frage. Ja, ich höre euch. Ich habe das Gefühl, du hörst uns über den Stream. Das wäre besser, wenn du uns über Skype hören würdest. Ja, ich höre euch. Ich habe jetzt gerade mal den Stream ausgemacht. Alles klar, hörst du mich jetzt? Besser? Also ich höre euch nicht. Gar nicht. Hallo? Das ist mal das Problem, dass die Leute uns über den Stream hören und wenn sie den Stream ausmachen, dann... Ah, warte, ich weiß, wo es oben liegt. Blödes Set. Da haben wir schon mal irgendwie stundenlang Gespräche mit solchen Leuten geführt, die uns nur über den Stream gehört haben. Hörst du uns jetzt? Ja, ich jetzt höre ich auch. Ja, perfekt. Jetzt haben wir auch nicht so eine Verzögerung. Alter, sag mal, was hast denn du für eine geile Frise, sag mal? Ja, Anime so. Ah ja, aber Anime, das, mein erster Gedanke war hier so Dragon Ball oder so. Ja, ja. Was, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie heißt du? Warte mal, wie heißt du? Ja, haben wir gerade schon... Ja, ich heiße Sascha, ich bin Community-Mitglied seit Podcast Nummer 27. WoW spiele ich erst seit Lich King, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht und jetzt habe ich mich spontan entschieden, weil ich auch einen Stream zugeguckt habe, ja, jetzt fängst du wieder an. Weil ich habe gar nichts zu zocken. Hast du den ganzen Abend auch irgendwie das schwarze Bild angeguckt oder hast du irgendwas anderes gemacht in der Zeit? Was ich habe nebenbei ein bisschen Guild Wars 2 gespielt, aber halt die ganze Zeit angelassen und sobald es halt wieder losging, war ich halt wieder dabei. Alles klar. Tapfer. Warum hast du einen Key verdient und die anderen nicht? Lieber Sascha. Ich habe eine Anime-Frisur. Was hast du? Eine Anime-Frisur. Du hast eine Anime-Frisur, deshalb hast du einen Key verdient. Ja, Alter, das ist ein bisschen schlecht. Da waren schon echt, der wie heißt der, Chris war netter, irgendwie Miri hat sowieso einen Vorteil. Du musst jetzt noch was raushauen, wenn du einen Key haben willst, Alter. Irgendwas Lustiges. Kannst du singen oder dichten oder tanzen? Singen. Ich meine, ich könnte mich ausziehen. Nee, danke. Bei Venue auf dem Stream wärst du damit der Renner, bei uns nicht so. Oh, okay. Aber weißt du, was ist mir eigentlich egal, ob ich einen Key gewinne? Ist dir egal? Dabei zu sein. Ja, ich hätte dich gerne. Das macht dich schon wieder sympathisch, finde ich. Aber ich brauche eigentlich nicht. War schon schön genug, hier eine Sendung mal zu sein. Möchtest du irgendjemanden grüßen? Vielleicht einen alten Weggefährten aus WoW-Zeiten oder so? Ja, ja, den Yannick, den Shumi. Den Shumi Nazator. Alles klar. So heißt er, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ob er zuhört, weil morgen haben wir beide eigentlich auch Schule, aber. Wann denn? Zu welcher Stunde? Hä? Zuerst? 8 Uhr gleich. Oh, fuck. Alles klar. Du hast ein Mitgefühl, Sascha. Wie gesagt, wir werden das gleich entscheiden in der Runde. Wir werden noch ein, zwei Leute anrufen und dann werden wir sagen, wer die Keys kriegt. Danke, dass du dabei warst. Bleib uns noch ein bisschen gewogen, guck noch ein bisschen zu und ich wünsche dir einen schönen Abend. Wo kommst du her? Tschüss. Wo kommst du her? Aus welcher Gegend? Ah, Cuxhaven. Cuxhaven ist auch in Nordlich. Krass. Wir ziehen die Lautlichter an. Unglaublich. Gut. Wir alle einladen, ja. Mach's gut, Sascha. Schönen Abend.
Ciao, ciao. Ja. Auch irgendwie sympathisch, ne? Sympathisch, ja. Ja, ich finde ihn auch nett irgendwie. Der war halt, hat auch gesagt, es mir egal, ob ich den Kick kriege, war schön dabei zu sein. Sowas finde ich immer nett. Was lacht ihr zu? Ihr? Der Blick gerade. Ja? Die Dame hat gerade was gesagt, vielleicht kannst du es nochmal wiederholen. Ich fand ihn nett. Ich fand ihn auch nett, Mann. So, wen nehmen wir jetzt mal noch hier? Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? Drei, ne? Drei, ja. Mal gucken, was finden wir noch? Ja, aber find die mal mit ihren Namen. Lakina 1, Christian S., Broxa, Kackelausmodel. Kacklausmodel. Kacklausmodell, ja. Andreas Hubenthal. Aber es waren doch so viel mehr. Sind denn hier alle angezeigt? Das sind doch niemals 78 Anfragen, oder? Ja, doch. Ja? Was war da oben, Anja? Was? Anja? Bis oben. Da, Anja. Anja. So, was ist das jetzt? Anja. Ich bin ja mal gespannt. Die Tag... Von Tag zu Tag steigt die Anzahl der Personen, die mich mal kreuzweise können. Oh, hoffentlich gehören wir nicht gleich dazu. Ist gerade wieder sehr leise, der Sound. Anja. Oh, wie du. Hi. Hi. Oh, die sieht aber auch sympathisch aus. Danke. Anja, wie geht es dir? Och, ein bisschen müde. Ja, wie wir alle. Ich habe die ganze Zeit auf euren Stream gewartet, weil ich gehofft habe, dass ihr Kies verschenkt. Und ich habe meinem Freund neulich verboten, sich Mist auf Pandalien zu kaufen. Und wir haben jetzt bald dreijähriges, also habe ich gedacht, vielleicht kriege ich ja einen. Ja. Also dein Freund zockt nicht und du willst zocken, oder was? Oder gewinnst du den Kies für deinen Freund? Ich will den für meinen Freund. Also wir haben gemeinsam vor 2 Jahren aufgehört. Und er meinte, ja, er möchte es unbedingt bei Miss of Rendell wieder einstellen. Ich habe gesagt, nö. Und jetzt, naja. Jetzt willst du selber einen Key? Nein, ich will ihn für ihn. Ach so, ja gut, aber okay. Wie lange seid ihr schon bei uns in der Community am Start? Gott, das ist schon lange her. Also ich war zwischendurch nicht mehr dabei, weil ich wie aufgehört und so. Ja. Und, ja, dachte, ab und zu gucke ich noch auf die Seite, weil ich auch ein bisschen Diablo spiele. Okay, magst du irgendjemanden grüßen? Vielleicht einen alten WW-Weggefährten oder so? Ich glaube, die schlafen um die Uhrzeit schon. Die haben meistens aufgehört. Alles klar. Ja, dann, wo kommt ihr her? Aus welcher Ecke? Aus Rheinland-Pfalz. Okay, dann haben wir mal Leute, die ein bisschen weiter weg sind auf jeden Fall. Gut, was war das jetzt? Anja, genau, Anja. Genau. Wie gesagt, wir stimmen gleich ab. Danke, dass du dabei warst. Und danke, dass du so lange durchgehalten hast auf unserem Stream. Und ich wünsche dir einen schönen Abend, auf jeden Fall. Ob du gewinnst oder nicht. Danke. Alles klar, hau rein. Tschö. Ja, an und sich nett, aber ein bisschen langweilig, finde ich. Oh. Hat keine Frisur gehabt, kein Gedicht gemacht. Hat keine Anime-Frisur gehabt, fand ich. Richtig, ja. Du bist jetzt die Schwächste, würde ich sagen. Was, echt? Lord Pepsi ist ja so gierig. Guck ihn an. Lord Pepsi will einfach rein, kommt aber nicht. Lord Pepsi, kannst du knicken. So, was ist jetzt hier? Achso, Kontaktanfragen. So, einen machen wir noch. Neutralen, okay. Miriam nochmal, geile Idee eigentlich. Onkel Horst, Fu. Onkel Horst, Fu. Das ist kein neutraler Name. Da weißt du, bei Onkel weißt du ja sofort, dass es ein Band ist, für gewöhnlich. Hm. Horst auch. Fest die lutzige Tretmine. Fetzi. Fetz, die lustige Tretmine. Jetzt ist schon wieder weg hier. Guck mal, der sieht doch geil aus. Den nehmen wir. Phoenix 1987. So. Ich glaube nicht, dass er so aussieht. Tommy. So, wo ist er? Da. Der hat sich doch mal richtig... Wieso kann ich den nicht... Hä? Zur Konferenz hinzufügen? Was für eine Konferenz? Achso, anrufen, alles klar. Hä? So, Tommy, die geile Sau. Mal gucken, was er so für uns parat hat. Erinnert mich an jemanden gerade, aber ich sag lieber nicht laut. Jawohl! So muss das! Zwolls Bruder! Ja, nicht? Na, endlich mal einer, der sich ein bisschen Schale geworfen hat! Sau nice! Tommy? Wie wirst du ausgesprochen? Tommy. Oder Thomas. Hör mal, du passt so hundertprozentig ins Pandaren-Setup, finde ich.
Du bist so ein richtiger, gemütlicher Braumeister-Typ. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Was machst du? WoW, Just Network? Berlin. Ja? Studiere. Was denn? Medieninformatik. Oh, das klingt interessant. Okay. WoW? Ja. Warum brauchst du den Key? Oh. Eigentlich nur, weil ich den geilen Hut habe. Ja, aber wofür brauchst du den? Also hast du aufgehört oder spielst du weiter oder willst du noch anfangen? Bist ein alter Suchter? Ich würde anfangen, würde bei euch mitmachen natürlich wieder. Natürlich. Aber mit Kataklysm hatte ich halt erst angefangen. Okay. Er sieht aus wie Jack Black ein bisschen. Was? Aber Jack Black ist sympathisch, muss ich auch sagen. Ja, nicht schlecht. Ja, die nicken alle irgendwie scheinbar. Ja, die nicken alle. Ich glaube, du hast gute Chancen. Mir gefällt der Dialekt eindeutig. Sehr gut. Magst du noch jemanden grüßen, wenn wir dich schon mal am Rohr haben hier? Nö, ich glaube nicht, dass jemand noch wach ist. Alles klar. Gut, lieber Tommy, dann würde ich sagen, allein schon für die Kappe hast du das verdient. Wir stimmen gleich demokratisch ab und dann hast du vielleicht Glück und wenn, schreibe ich dich einfach nochmal an, okay? Okay. Okay, danke, ciao. Also mir hat der Dialekt sehr gefallen, muss ich sagen. So, nehme ich die Scheiße mal ab, weil ich schwitze hier vor mich hin. Kann meine Brille wieder aufsetzen. Ja, Mädels, was machen wir? Mirja und Tommy. Ich muss ja sagen, ich fand John Cena auch sympathisch, den Chris. Der ist hier nicht so gut angekommen. Nee? Definitiv nicht. Papa, wie fandst du den John Cena? Miriam ist so ein junges Ding, da muss man einfach ja. Jungs. So ein junges Ding für Männer. Also Jungs. Ja, Männer. Ja, ja, ja. Eine Frau und ein Mann. Haben wir eigentlich irgendwas vom Blizzard-Event oder von unserem Mann da mitgekriegt, der für uns da ist? Wir hatten aber auch viel zu tun. Ja. Ob das so gut war? Das ist ja eigentlich auch Tradition bei uns in der Release-Sendung, dass wir jetzt zu diesem Event rüberschalten, ne? Hm. Was will man machen? Was sagen denn eigentlich unsere Zuschauerzahlen? Sind wir noch über 2000? Aber gerade so. Ja. Gut. Ja, liebe Leute, also, ich glaube, die Mehrheitsentscheidung ist hier, wie hieß sie? Brüste? Miriam, ja. Miriam und Tommy. Richtig, ja. Gut, dann muss ich mir nochmal eben, weil dann gebe ich euch auch den Key. Ich möchte nochmal sagen, ich hätte ihn John Cena gegeben, also dem Chris. Ich okay. hätte Chris und Miriam, aber ich beuge mich der Mehrheit. Wenn Sie IRC schauen. Die meisten sind im Ladebildschirm gefangen, deshalb ist so wenig los. Wieso kommen wir denn instant rein? VIP. Ja. Also wirklich, für unsere Verhältnisse nicht viel los hier in vor Ogrimmar, aber das wird sicherlich in den nächsten Tagen noch mehr werden. Kannst du mal, Azurias, kannst du uns mal vielleicht sagen, ob das mit diesen, dass man nicht ausloggen musste zum Release, ob das geklappt hat oder nicht, würde mich mal interessieren. Also wir können dann nochmal aufs CS gehen, die Jungs müssen drüber sprechen. Ich glaube, also, die haben da mehr Durchblick als wir gerade. Jetzt stufenlosen Release. Haben wir noch einen Key, den wir. Oh, warte mal, der Nagosch ruft an. Ich weiß gar nicht, ist der Nagosch nicht der, der bei uns beim Blizzard-Event war? Ich glaube ja. Marcel, bist du das? Ja, das bin ich. Alles klar. Ist das Event vorbei? Wahrscheinlich schon, oder? Das Event ist vorbei, ja. Ja, sehr gut. Dann kannst du uns ja. Das Miese ist, weißt du, ich wusste halt, dass du Marcel heißt. Ich wusste aber nicht mehr deinen Nick bei Skype. Und ich hatte echt Schiss, dass ich die aus Versehen von der Skype-Liste runtergeschmissen habe. Erzähl doch mal ganz kurz, wie war es denn irgendwie in Köln beim Blizzard-Event? Verhältnismäßig zu den anderen Städten, wo das Event stattgefunden hat, nicht so voll. Der Andrang war am Anfang sehr groß, aber das hat sich schnell wieder gelegt. Okay. Und es war jetzt nicht so berauschend, wie man das hätte erwarten können. Du bist also ein bisschen enttäuscht, sagst du. Jupp. Ja, was war denn Besonderes? Gab es irgendwie Verkleidungswettbewerbe oder nackte Frauen, die T-Shirts in dieses Publikum geworfen haben? Gab es irgendwas, was du jetzt, wo du sagen würdest, das war ganz nett oder wie lief denn das ab? Das Live-Orchester, das war ziemlich cool. Aha. Und da gab es auch ein Kostüm-Event, die waren jetzt nicht so berauschend. Also auf der Gamescom zum Beispiel waren die ein bisschen besser. Aha. Ja, das war es auch schon an Highlights. Klingt ja langweilig. Ja. Hast du dir dann eine Collector's Edition gekauft oder hast du was hast du da mitgenommen? Ich habe eine normale Standard-Edition mitgenommen und mir die unterschreiben lassen. Von den Entwicklern? Genau. Ja, wertsteigern quasi, müsstest du eigentlich so verkaufen.
Genau, ja. Ich habe ja schon die digitale Version und die wird dann in eBay landen. Ja, das ist gut. Vielleicht einfach ein paar Jahre noch warten. Ich erinnere nur an die Classic-Version, die so viel Kohle jetzt gekostet hat. Ja, Marcel, tut mir leid. Wie gesagt, wir hatten ja solche technischen Probleme. Ich hätte gerne angerufen, aber wir waren ja froh, dass wir überhaupt online gingen. Danke, dass du es für uns gemacht hast. Und okay, viel Spaß noch. Jo, vielen Dank. Schönen Abend dir. Ciao, ciao. Gut. Der klingt ja nicht gerade so riesig. Nee, er klang, das war wahrscheinlich, man erwartet sich vielleicht von so einem Event so viel. Mhm. Und genauso wie im WoW hat man wahrscheinlich bei diesen Events auch schon alles gesehen. Was willst du da noch machen? Orchester, ein bisschen Kostümwettbewerb, ein paar T-Shirts ins Publikum. Wenn du an Diablo denkst, also da war ja so Riesenmasse, Riesenansturm. Ich weiß nicht, das klang gerade so, ja, so ein paar Leute sind halt reingelaufen und ja. Und haben nackt getanzt. Was man vielleicht auch nochmal sagen könnte, dass das Release-Event, also die Terramorn-Insel hier... Totale Scheiße, oder? Das war totaler Mist. Ich habe extra nochmal 7 Tage meinen Account dafür reaktiviert. Das war einfach nichts. Da bist du in 5 Minuten durchgelaufen. Ich habe das Video gesehen, das fand ich schon enttäuschend. Ja, da auf Allianz-Seiten wie auf Horden-Seiten ist einfach nichts passiert. Auf Allianz-Seiten fand ich es aber noch, wenn man es jetzt im direkten Vergleich hat, fand ich spektakulärer als die Horden-Seite, weil da war nichts. Wieso läuft mit der Streamer mir eigentlich gar nicht mehr? Das hatten wir ja schon im Podcast, also im WoW-Cast angesprochen. Das Event war der größte Flop. Also man hätte es eigentlich als Werbung für Szenarien und so nehmen können, aber ging total nach hinten los. Also das Schlechteste. Ich werde sich schon wieder irgendwie vorm Add-on schon wieder anfangen zu lästern. Irgendwie, ich muss bei sowas immer dran denken, irgendwie gerade solche Events. Ne? Da ist Blizzard ja in letzter Zeit eigentlich ganz gut darin gewesen, solche Events völlig zu verkacken. Ne? Richtig, also Cataclysm, das war, ja, schon, sag ich mal, sehr bescheiden. Und jetzt das jetzige, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, storytechnisch kommt nichts rüber, spielerisch kommt nichts rüber. Ich hoffe, dass das Addon an sich besser wird, was es ja eigentlich ist. Ja. Also das Addon an sich sollte gut werden. Ich bin gespannt. Also ich muss ja echt froh sagen, dass ich froh bin, dass der Kasmo meinen Char hochgespielt hat, irgendwie, weil ich habe meinen Account reaktiviert, habe mich hier Scroll of Resurrection und dann irgendwie, ich weiß noch, neben Fußball eine Stunde gespielt, einen Hydra gequestet und habe ich gesagt, Mensch, so eine Wurzelbehandlung wäre jetzt schon eine Alternative gerade. Das stimmt schon, ja. Aber bin mal gespannt. Also es gibt ja viele Momente oder viele Leute, auch die teilweise die Hardcore-Raider oder die Gilden, die sich auf einige Elemente des Add-ons schon freuen. Zum Beispiel dieser Challenge-Modus. Für jeden, den du fragst, irgendwie, worauf hast du am meisten Bock beim Add-on? Die Tussis sagen irgendwie Pokémon-Kämpfe und die Kerle sagen den Challenge-Modus. Richtig, ja. Das ist halt das Gute bei dem Add-on. Das Questen an sich wird auch nicht viel besser sein, aber du kannst halt durch so viele Sachen ausweichen, durch diese Challenge-Modes, durch Pet-Kämpfe, durch dieses Farm-Will, dass du einfach nicht so schnell auf so eine Langeweile kommst. Ja. Also vielleicht macht es dann das Level einfacher und das Raiden bleibt halt das Raiden. Also das wird immer das Gleiche bleiben. Ja. Ja, dann haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich muss gerade wieder pullern wie ein Stier, aber wir waren heute so oft offline, dass ich gar nicht offline gehen wollen würde. Ja, aber sondern wenn eigentlich du jetzt Bock, dich Pause? Auf den Schreibtisch zu vernaschen. Was? Was ist? Ich habe gerade nur laut gedacht, scheiße. Wenn du eine Pause einlegen würdest, gibt es ja etwas, das etwas länger läuft. Ja. Gut, auch mal ein bisschen. Wir können ja unsere Hörspielpremiere einfach mal laufen lassen. Das dauert so ungefähr 10 Minuten. Und 20. Dabei ein bisschen. 20? Hm. 20? Ja, 20. 20. Aber ich habe es doch heute gehört und es war 10 irgendwas. Nein. 20, du hast recht. Natürlich habe ich recht. 20 ist ganz schön lang, ne? So lang? Na gut, ist jetzt halt. Was machen die Leute, die zocken? Oh. Ja, vielleicht wollen die Leute uns beim Zocken zusehen oder. Ich muss echt mal pullern. Was machen wir denn jetzt? 20 Minuten finde ich eigentlich zu lang jetzt für ein Hörspiel. Das kann man Freitag noch lesen. Paul Liederbaus. Gut, dann machen wir, liebe Leute, das ist 20 Minuten finde ich jetzt gerade so ein bisschen lang, gerade weil wir so viel Zeit verdaddelt haben. Freitag Late Game gibt es das Hörspiel. Was haben wir eigentlich jetzt noch vor? Wir machen auf jeden Fall noch eine Grußsession, das habt ihr euch verdient, wo wir wirklich alle ISC-Grüße vorlesen, so wie früher. Wer? Bitte? Wer liest die vor? Wir abwechseln zusammen. Was haben wir noch? Wir haben so viel gehabt, dass ich jetzt gerade so ein bisschen den Überblick verloren habe. Ich gucke einfach mal auf unser geiles Programm. Die Mäuse? Hörspielpremiere, Return of the Grußsession. Equitas hat leider abgesagt kurzfristig. Ja, der Fabian klingelt und klingelt und klingelt. Ausmachen. Was soll ich? Ich muten auf dem Stream. Oh. Ich höre mich so gerne selber, sorry. Sieht so aus, als wenn ich das Hörspiel hören wollte. Sie wollen das Hörspiel hören, 20 Minuten lang. Das Problem ist, Sie denken alles ist Alimania. Sie wissen halt nicht, was es wirklich ist. Das hört sich leicht negativ an, Steve.
Ihr wollt das Hörspiel, Leute, oder was? Dann lasst mal hören, irgendwie lasst mal die Channel platzen. Wenn ihr jetzt das Hörspiel hören wollt, 20 Minuten, dann lasst mal den Channel platzen. Es ist ein LOL-Hörspiel, wenn die Leute denken... Also vielleicht solltest du mal vorher sagen... Okay, also pass auf, ich erkläre kurz. Also der Numi, seines Zeichens, guck mal jetzt, kein Hörspiel. Der Numi aus dem WoW-Szene-Stuff, unser Lore-Onkel, möchte ich sagen, hat ein Hörspiel gemacht, zusammen mit der Sherry und Gan Mina. Ja. Aber er hat auch einen sehr guten Sprecher. Und ja, es sind... ich habe es mir angehört, mich muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich hat es jetzt nicht so aus den Socken gehauen. Aber vielleicht mögt ihr es, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du dir mal nach den vielen Jahren Elementia 1 mal angehört hast. Ja, das stimmt, das ist extrem beschissen. Ich würde dir absolut recht geben. Vielleicht mögt ihr es, liebe Leute. Wie gesagt, Numi hat da viel Mühe reingemacht. Es sind so ein paar Kleinigkeiten da drin, wo ich sage, vielleicht kann nicht doch einfach jeder sagen, ich mache mal eben ein Hörspiel auf einem gewissen Level. Mir fehlt so die Atmo im Hintergrund total. Dadurch klingt es so ein bisschen, ne? Man hört nur Stimmen, man hört keine Hintergrundmusik oder man hört keine Fußball. Ich meine, was nur vorgeswitcht, aber es klang halt irgendwie anders. Wir wissen was, Leute, ich gehe jetzt strullern. Papa hält die Webcam hier durchs Studio. Wir hören jetzt 20 Minuten das Hörspiel. Wir machen sowieso die ganze Nacht durch irgendwie. Viele von euch werden dabei bleiben. 20 Minuten sind wir wieder da. Wir haben noch Mäuse, die wir raushauen. Wir haben noch T-Shirts. Wir haben Gadgets von Get Digital. Wir haben noch einen WoW-Key. Von daher werdet ihr die 20 Minuten auch anhören und die Regie schaltet immer um zwischen WoW-Bildschirm und so weiter. Das heißt, jetzt gibt es das neue WoW-Szene-Hörspiel, wo ich mal absolut gar nichts mit zu tun habe. Das ist vielleicht auch mal ganz gut. Und es heißt Pokepad Teil 1. Oder ist es Pokepad? Pokepad. Pokepad. Ja. Wir hören mal rein. Woher das kommt, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir hören einfach mal rein und melden uns danach wieder. Viel Spaß bei dem Hörspiel. Wolfsinstinkte angeboren, wild und ungestüm bin ich. Mitleid habe ich verloren, denn die Menschen jagen mich. Wer hätte das gedacht? Es gibt sie immer noch. Horst und seine Crew streifen wieder mal durch Azeroth. Jeder hat's gehofft und es gibt sie doch. Der Kataklysmus ist da und sie fühlen sich wie neu. Also gibt's auch wieder Gründe, fast vor Lachen zu heulen. Es hat sich viel verändert und es gibt so viel zu entdecken. Ergo neue Abenteuer für die tapferen Recken. Elimania, das hör ich immer wieder. Elimania, die Geschichte reißt mich mit. Elimania, so singen wir die Lieder. Elimania. Ist es endlich vorbei? Oh Gott sei Dank. 2 Wochen Elimania und Grayson. Das ist die reinste Folter. Aua! Ja, ich bin ja schon ruhig. Gott, das soll man das Drehbuch für ein neues Hörspiel schreiben und wird trotzdem behandelt wie ein Sklave. Wenn Steve das mitbekommt, wie Maltrick uns behandelt. Ja, ich sag ja nichts mehr. Wo war ich denn jetzt nochmal? Ach ja, das Konzept. Naja, aktuell sollte es ja schon mal sein. Etwas mit Humor, Action und einem ausgeklügelten Spannungsbogen. Ein Wiedererkennungswert sollte es natürlich auch haben. So, das Grundkonzept steht. Mal sehen, was sich daraus machen lässt. Der Kataklysmus hat seine Spuren hinterlassen. Nicht nur in der Landschaft, sondern vor allem in den Herzen der Bewohner Azeroth. Viele Kinder waren im Zuge der Kriege und Naturkatastrophen zu Waisen geworden. Selbst Piraten waren vor einem solchen Schicksal nicht sicher. Und so füllte sich das anfangs nur für wenige ausgelegte Waisenhaus von Booty Bay immer rascher. Einige Kinder waren bereits so lange hier, dass sie den schäbigen alten Bretterverschlag als ihr Zuhause ansahen. Eines dieser Kinder war total verrückt nach dem neuesten Trend in Azeroth. Los, Mann, Sprabbel, beiß ihn! Weich aus, Ungelein, und dann dein Feueratem. Schnell, Matschfrabbel, ins Wasser! Oh Mann, ist das spannend! Ich hoffe, dass Onyx der Welpling gewinnt. Drachen sind einfach cool.
Ich finde das kleine Kroko aber viel süßer als dieses hässliche Flatterding. Mann, Christy, du hast es immer noch nicht verstanden. Bei Pet Battles geht's nicht um das Aussehen, sondern um die Stärke eines Pets. Und da ist der Drache nun mal klar im Vorteil. Ach Mann, ich mag das Spiel nicht. Diese armen, süßen kleinen Tierchen sollten sich nicht gegenseitig hauen. Wenn ich hier jemals rauskomme, dann werde ich um die Welt ziehen und die tollsten Pets sammeln und pflegen. Ja, wenn. Bevor ihr aber weiter euren sinnlosen Tagträumen hingeben dürft, helft ihr mir beim Essen kochen. Kasch, hol neue Kartoffeln aus dem Keller. Christy, schneide du die Zwiebeln. Hopp, hopp. Tja, das sind unsere jungen Helden. Wie viele andere Piratenkinder auch hat sie ihr Schicksal an diesen Ort verschlagen. Doch wie ihr ja sicher mitbekommen habt, wollen sie nicht ihr ganzes Leben dort verbringen. Und schon bald wird sich einiges in ihrem Leben ändern. Irgendwann werde ich der größte Pet-Trainer der Welt. Meine Pets werden stärker sein als alle anderen. Ich werde mir ein Team zusammenstellen, gegen das keiner bestehen kann. Und damit werde ich sie alle schlagen. Aber dazu brauche ich ja erstmal ein Pet. Naja, und das werde ich hier niemals bekommen. Es sei denn, ich... Was ist das? Eine Ratte? Na, das kann doch kein Zufall sein. Nein, das ist Schicksal, denn du, mein kleiner Freund, wirst mein erstes Pet. Die Ratte scheint es aber irgendwie anders zu sehen. Als Cash nach ihr greifen will, rennt sie an ihm vorbei und auf den Ausgang zu. Nach nur einer kurzen Verfolgungsjagd durch den Kartoffelkeller hat er es endlich geschafft, die Ratte einzufangen und hält das sich windende Tier dann glücklich zwischen seinen Händen. So, mein Kleiner, und jetzt fangen wir auch gleich an mit dem Training. Schließlich wollen wir doch das beste Team der Welt werden. Aber vorher muss ich dich noch meinen Freunden vorstellen. Und ohne auch nur den Topf voller Kartoffeln zu denken, rennt er die Treppe hinauf in die Küche zu Christy und Ricky. Währenddessen versucht die Ratte immer wieder, sich aus dem Griff zu befreien. Schaut mal, was ich hier im Keller gefunden habe, Freunde. Ich werde mich um ihn kümmern, ihn aufpäppeln, ihn trainieren und dann werden wir das beste Team der Welt und... Fantastische Geschichte! Meine Kartoffeln? Die Kartoffeln? In einer halben Stunde erwartet ein ganzes Haus voller hungriger Mäuler ihr Essen. Aber kein Problem für Cashyboy, denn nur der Ricky wird in kleine Streifen geschnitten und verzehrt. Also sieh zu, dass du jetzt deinen Hintern in den Keller bewegst und komm nicht ohne Kartoffeln wieder. Aber ich wollte doch nur... Sofort! I'm pleased to report that the battle at sea goes well, War Chief. Our forces report decisive victories off the coast of Daenerys and Tol Varad. Das kleine Schnurriger war schon irgendwie. Nicht du auch! Okay, scheint es nicht ganz leicht zu haben, sagen wir mal, der scheint Schnurri, wie er die Ratte genannt hat, nicht ganz mit seiner etwas unfreiwilligen Mithilfe zufrieden zu sein. Doch das kann kaum ein Cash Enthusiasmus sein. Auf dem Weg zum Keller schlägt er immer wieder auf sein Feld ein. Lass dir nicht reinreden, Schnurri, wir beide schaffen das schon. Gleich, wenn wir unten im Keller sind, fangen wir mit dem Training an. Und dann werde ich dir alles zeigen, was... Kriegen wir alles so hin, wie wir es geplant haben. Was sagt ihr dazu? Solange den Kindern nichts Ernstes zustößt, haben wir einen Deal. Dann ist es also abgemacht. Ich bekomme das Waisenhaus und erlasse euch im Gegenzug dafür die Schulden für diese Bruchbude. Geschockt von dem, was er gerade gehört hat, stürmt Cash zurück in die Küche. Freunde, ihr werdet mir nicht glauben, was ich gerade gehört habe. Ich bete für dein Wohlbefinden, dass es eine Geschichte ist, wie Räuber die Kartoffelsäcke geklaut haben und wie du sie verfolgt hast. Aber die Räuber entkamen, wodurch du jetzt keine Kartoffeln mitbringen konntest, wie ich es dir befahl. Jetzt lass den armen Cash doch erstmal zu Atem kommen. Was ist denn eigentlich los? Wieso kommst du hier so reingestürmt? Und zerquetsch die arme Ratte nicht! Was soll ich nicht... Oh, verdammt! Schnurri hat mich gebissen! Erschrocken lässt er die Ratte fallen, die auch sofort in die nächste Ecke flitzt und sich dort hinter einem kleinen Schrank versteckt. Cash will ihr nach, doch dann erinnert er sich wieder, warum er so schnell in die Küche wollte. Diese raffgierigen Goblins wollen das Waisenhaus verkaufen. Ich habe eben gehört, wie Matrone Cassie mit diesem geldgierigen Geier Revilgas verhandelt hat. Ach, hat der kleine Cash mal wieder schlecht geträumt und will es nun allen als
Realität verkaufen? Hm? Ich glaube, dass du dich hier verlaufen hast, Keule. Ohne ihn auch nur eines Blickes zu würdigen, stolziert Larry an Ricky vorbei auf Christy zu. Er greift ihre Hand und küsst sie. Sag mir, meine Schöne, wie kannst du nur mit solchen Kratans deine Zeit verbringen, hm? Du könntest mich haben. Stell dir vor, wir beide auf einem Schiff im Südmeer. Eine komplette Crew, die unseren Befehlen gehorcht. Hm? Sandstrände und Palmen, wohin das Auge reicht. Und die Freiheit des Meeres. Das an meiner Seite zu erleben, ne? Wäre doch sicher dein Traum. Hm? Ja, natürlich. An deiner Seite ist sicherlich alles ganz toll. Eher würde ich verfaulende Fischsuppe schlürfen, als mit dir zusammen zu sein. Ach, komm mit, Jungs. Hier wird's mir echt zu schleimig. Und mit diesen Worten marschierte Christy an ihrem verdutzten Verehrer vorbei und stapfte aus der Küche, dicht gefolgt von ihren beiden Freunden. Na, diese Schmalzlocke raubt mir noch den letzten Nerv. Glaubt ihr denn wirklich, dass ich jemals mit ihm zusammenkomme? Reg dich nicht so auf. Die wandelnde Avocado ist es nicht wert. Hallo, hört mir hier eigentlich jemand zu? Cassie will unser Zuhause verkaufen. Bist du dir das sicher? Wieso sollte sie das alles hier aufgeben? Aber wir sind doch ihre Familie. Nein, ich glaube nicht, dass sie das Waisenhaus einfach verkaufen will. Ich muss Christy zustimmen. Das klingt unglaubwürdig. Aber es ist die Wahrheit. Ich hab's doch mit meinen eigenen Ohren gehört. Revilgas hat irgendwas von irgendeinem Plan gesprochen. Dann hat Cassie zugestimmt und Revilgas meinte was von erlassen euch dafür die Schulden für diese Bruchbude oder sowas in der Richtung. Vielleicht geschieht es nicht ganz freiwillig. Ich habe am Hafen gehört, was mit Leuten passiert, die ihre Schulden nicht bei Goblins bezahlen. Oh Gott, hoffentlich tun sie der armen Cassie nichts. Und was soll aus uns werden? Wo sollen wir hin? Die können uns doch nicht einfach auf die Straße setzen. Ich wette mit euch, der Baron will uns als Sklaven verkaufen. Diese Goblins sind doch alle geldgierig bis in die Ohrspitzen. Das wäre ja furchtbar. Nein, sowas will ich mir gar nicht erst vorstellen. Aber Cash hat schon recht. Was geschieht denn mit uns? Lasst uns Fersengeld geben. Und dann könnte man auf einem Schiff anheuern und mit etwas Glück... Nein, nicht mit etwas Glück. Wir drei bleiben zusammen. Das haben wir uns damals geschworen, als wir hier zusammen hergekommen sind. Und ich werde nicht auf ein Piratenschiff gehen. Ich werde der größte Pet-Trainer aller Zeiten. Mann, jetzt hör doch mal auf mit deinen Hirngespinsten von wegen Pet-Trainer. Es geht hier um unsere Existenz, um unser Leben. Wir sollten vielleicht erst mal sehen, dass wir über die Runden kommen, bevor wir uns über alles weitere Gedanken machen. Das ist kein Hirngespinst. Ich werde verdammt nochmal der größte Pet-Trainer der Welt. Komm, Freunde, lass die Streiterei. Bevor ihr hier auch noch an die Gurgel geht, atmet tief durch und kommt mal runter. Jeder überlegt sich jetzt bis heute Abend etwas. Einverstanden? Okay, aber trotzdem finde ich die Idee von Cash utopisch. Ich meine, was willst du mit dieser Ratte schon groß erreichen? Wo ist sie überhaupt? Ach, die hab ich in der Küche vergessen. Ein Scheppern von Töpfen und Pfannen schreckt unsere Helden auf. Noch bevor die anderen beiden reagieren können, stürmt Cash zurück in die Küche. Dort angekommen, sieht er den keuchenden Larry mit einer Pfanne in der Hand über Schnurri stehen. Ohne zu zögern stürzt sich Cash auf Larry. Lass ihn in Ruhe. Das ist Ungeziefer. Das gehört nicht in die Küche. Er ist mein Freund. Also lass ihn in Frieden. Auseinander, ihr beiden. Während Larry mit strahlenden Augen Christy keinen Meter von der Seite weicht, eilt Cash auf Schnurri zu, hebt ihn behutsam auf und spricht beruhigend auf ihn ein. Ja, mein Engel, alles, was du willst. Ich fass ihn auch nicht mehr an, wenn du mit mir essen gehst. Hm? Ja, klar. So weit kommt's noch. Warum gehst du eigentlich auf diese arme, süße Ratte los? Das ist nichts, was in die Küche gehört, die für so eine Schönheit wie dich kocht. Was oder wer in diese Küche gehört, entscheide allein noch ich. Sprechendes Kiwi-Inneres.
Ach ja, der Küchenjunge meint jetzt sein Mundwerk aufreißen zu können. Dabei habt ihr doch ganz andere Probleme, ha? Und woher willst ausgerechnet du das denn wissen? Bei meinen Zinsen. So leise, wie ihr gesprochen habt, wird euch noch der letzte schwerhörige Taure in Mulgor gehört haben. Fakt ist aber, dass der kleine Fantas recht hat. Cassie muss das Waisenhaus verkaufen. Das wissen wir doch längst. Erzähl uns was Neues. Okay. Wenn du darauf bestehst, dass ich dir deinen schlichten Geist erhelle. Seit kurzem hat sich eine Liga gegründet, die offiziell Petkämpfe unterstützt. Diese Liga hat ein System eingeführt, wonach man gegen alle Anführer der Rassen antreten muss, um von diesen Orden zu erhalten. Hat man alle bekommen, erhält man ein Preisgeld, hä? Da bisher aber noch keiner alle Bosse bezwungen hat, wächst das Preisgeld immer mehr. Mittlerweile dürfte es vermutlich ausreichen, um das Waisenhaus zu retten und komplett neu zu bauen. Du bist gut informiert für einen laufenden Salatkopf. Woher weißt du das eigentlich alles? Als ob ich dir meine Quellen verraten müsste. Würdest du mir bitte sagen, woher das weißt, du großer, starker Kerl? Aber natürlich, Stern meines Himmels, no? Du weißt doch, dass ich hin und wieder in der Spelunke arbeite, hm? Und da haben sich mal zwei Trainer darüber unterhalten. Eigentlich wollte ich ja sowieso los und mir das Preisgeld für mich holen. Aber wenn du das Waisenhaus retten willst, dann stehe ich dir natürlich immer zur Seite, mein Engel, hm? War das denn so schwer, du großer, dummer Junge? Los, Jungs, packt eure Sachen. Wir haben einen Plan. Genau. Ich werde Schnurri trainieren, Larry den Hintern aufreißen und dann der beste Pet-Trainer der Welt. Ach, nein, du Trottel. Naja, das mit dem besten Trainer der Welt kannst du von mir aus ruhig beibehalten. Aber wir werden die Anführer herausfordern, alle besiegen, das Preisgeld gewinnen. Und damit retten wir das Waisenhaus. Ah, ich hoffe doch mal, dass du mit wir uns beide meinst, Engelchen, hä? Weil mit diesen beiden Schwachköpfen gewinnen wir leider keinen Blumentopf. Na warte, dich werde ich... Ganz ruhig, der grüne Knieerpel ist es nicht wert. Packen wir jetzt einfach unser Zeug. Also dann los, bei einem auf der Dunkelheit treffen wir uns hier in der Küche. Es ist doch wohl klar, dass ich euch begleiten werde, oder? Irgendjemand muss schließlich aufpassen, dass meinem Engel nichts geschieht. Von mir aus nehmen wir das Ekelpaket mit, solange ich nicht die ganze Zeit mit ihm reden muss. Er ist zwar eine tierische Klette, aber eigentlich ganz okay. Was ist mit dir, Cash? Er kann gerne mitkommen, wenn er sich vorher bei Schnurri entschuldigt. Normalerweise würde ich ja lieber die Klos putzen, als mich auf dein Niveau herunterzulassen. Aber da ich auf euch zwei Pappenheimer angewiesen bin... Es tut mir leid, dass ich dich mit einer Bratpfanne erschlagen wollte, Ratte. Er hat auch einen Namen. Ach komm, lass gut sein. Er hat sich wenigstens entschuldigt. Also dann, Jungs, packt euer Zeugs. Bis nachher. Und so verteilten sich die vier Waisen im ganzen Haus und sammelten all ihre kleinen Schätze zusammen, die sie über die Jahre hinweg angesammelt hatten. Alles, selbst alte Angelschnüre, wurden eingepackt. Man kann ja nie wissen, was man noch so braucht. Christi an ihrem wie vom Donner verrührten Geehrer, ja, alles klar, geht
geht gut los. Jetzt kann ich nicht mal meine Outtakes sprechen. Ich will irgendwas kommentiert zu den Outtakes und kann nicht mal das sprechen. Schlimm ist das hier. Irgendjemand muss schließlich darauf aufpassen, dass meinem Engelchen nichts geschieht. Wir sollten vielleicht mal sehen, dass wir selber über die Runden kommen, bevor du hier, ach, was weiß ich, über deinen Pet-Kram Gedanken machst. Sorry. Ich hab mich verlesen. Cash will dir nach. Ja. Toller Outtake. Ich hasse dich. Ah. Okay, los geht's. Bei Einbruch der Dunkelheit treffen wir uns wieder hier in der Küche. Du hast total viel okay in diesem Text drin. Da steht überall okay. Ja gut. Irgendwann werde ich der größte Pet-Trainer der Welt. Meine Pets werden stärker sein als alle anderen. Ich werde ein Pet fangen, das dann gegen Pets antritt und Pet-Trainer besiegt und weiter gegen Pets antritt und... Ah! Irgendjemand muss schließlich aufpassen, dass man mit... Oh Mann. Doch das kratzt kaum am Cash intuitiv. Doofe Kombo. Und ohne auch eine Topf voller Kartoffeln zu denken. Kartoffeln. Ja klar, so weit kommt's noch. Warum gehst du eigentlich auf diese süße arme Ratte los? Scheiße. Sekunde. Wir sind live. Test, test. Hören wir uns? Ja. Gut. Ja, ihr Lieben. Es kam jetzt, glaube ich, nicht so richtig gut an, sage ich mal. Hummer J. So unvergleichlich Hummer. Ah ja. Also Horst, wer ist dein Herzblatt? Ja, ihr Lieben. Boah, das ist jetzt erstmal hier. Das ist der Stuhl. Ist schon klar. Das bin nicht ich. Ja. Die Idee zum Hörspiel war gut, aber passt einfach nicht an so eine Live-Sendung. Ich fand's auch nicht schlecht, schreiben hier Leute. Stellen wir uns auf die Seite auf ihre Szene. Lassen wir einfach die Numi zum Download stellen, dann kann er vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Ich mag das Hörspiel. Also doch gar nicht so negativ, wie es jetzt bei uns angekommen ist. Freut mich für den Numi, der hat, glaube ich, echt Arbeit damit gemacht. Und 20 Minuten Hörspiel sind schon verdammt viel Arbeit, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Ja, ihr Lieben, was können wir noch machen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich versuche schon die ganze Zeit, ihr habt es ja gesehen, irgendwie, ich habe mir einen Ast abgesucht, den Weg nach Pandaria zu finden. Jedes Mal, wenn ich versuche, mich einzuscheißen mit meinen dicken Wurstfinger. Immer wenn ich versuche, mich einzuloggen, dann, also er ist gerade abgestürzt, als ich den Zeppelin betreten habe nach Pandaria. Und jetzt kann ich mich nicht wieder einloggen. Ich glaube, das Problem haben viele. Passiert nichts. Von daher können wir jetzt auch nicht weiter leveln. Das ist so, keine Ahnung, ja, ist so das Übliche, ist aber jetzt nicht schlimm. Ja, vielleicht können wir Freitag ein schönes Community-Event machen, levelt fleißig und ja. Ich werde morgen mal einen ganz gechillten Tag machen, während der Malle hier zockt. Was ist denn der Plan? Wann geht's denn los hier eigentlich mal? Kommt drauf an, wie lange wir heute noch machen, sonst ist der Plan eigentlich 12 Uhr gleich. Okay, 12 Uhr, dann bin ich noch am Arbeiten. Ich sehe die Begeisterung bei Kasmo. Kasmo schläft, glaube ich, noch. Aber er meinte, ich brauche ihn nur zu rufen, ist er da. Selber schuld. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob ihr das hinkriegt. Muss man ja nur auf den Anknopf drücken mit dem. Ja, er nickt. Ja, Anknopf ein bisschen drehen und da schieben und. Und ja. Ein bisschen beten. Ah, wollen wir mal so gucken. Ich werde es mir auf jeden Fall dann morgen, wenn es läuft, von zu Hause aus anschauen und mit meiner Frau ein bisschen auch zocken, falls sie wieder gesund ist. Meine Frau ist übrigens von einem Krankenhaus, hat schöne Lebensmittelvergiftung. Oh.
Eigentlich wollte die auch heute dabei sein, aber die hat mir gerade geschrieben, sie hat Koliken im Magen. Das Geile ist, das ist so typisch meine Frau. Das Erste, was sie mir schickt, sind Bilder, wie sie im Krankenhaus liegt. Wie kann man bitte, wenn man todkrank ist, Bilder von sich machen, wie man... Schau es dir an mal. Wie man im Krankenhaus liegt. Und das Geile, sie macht noch so dabei. Wen hat sie da überredet noch? Da muss sie irgendwie eine Freundin hingefahren haben. Sie liegt halt auf einer Trage in ihrem eigenen Blut und macht so. Oh Mann. Oh, da hat jemand angerufen sich gerade. Wer denn? Der Edu, oder? Ja, der Sebastian Kramer. Wir sollen nochmal von Markus sagen. Das ist dein Job, Malle. Ja, wir sollen mal von Markus sagen, von MOGA, dass wenn ihr noch keinen Key habt oder bei der Verlosung gerade keinen abgekriegt habt, dass ihr innerhalb von Sekunden, also ungefähr in der Geschwindigkeit, könnt ihr einen Key haben von MOGA. Einfach auf die Seite, am besten mit dem WoW-Szene-Link, damit der Markus auch sieht, dass ihr von uns kommt, und euren Key bestellen. Dann habt ihr innerhalb von 5 Minuten weniger, habt ihr euren Key und könnt Mists of Pandaria zocken. MOGA.de. Ja. Dann würde ich sagen, das Hörspiel ist nicht von Steve. Nee, das Hörspiel ist wirklich nicht von mir. Ich habe damit diesmal nichts zu tun, gar keine Zeit dafür gehabt. Ist vom Numi. Aus dem WoW-Szene-Stuff. Richtig. Richtig. Aber Steve, mach doch bitte mal wieder ein Alimania 20. Alimania 20, ja. Mach doch bitte wieder. Ja. Oh. Siri als Sprecher. Super Idee. Siri. Siri, können wir mal. Siri, sag mal Alimania. Pass mal auf, mal gucken, ob es klappt. Siri, sag mal Alimania. Du hast noch keinen E-Mail-Account eingerichtet. Sie führt dich dann durch den Einrichtungsvorgang. Du hast noch. Ich lese einfach mal vor, was sie gerade geantwortet hat. Du hast noch keinen E-Mail-Account eingerichtet, Steve. Starte mal die Mail-App. Sie führt sich dann durch. Die führt dich dann durch den Einrichtungsvorgang. Hä? Ja, super Idee, Miri. So, liebe Leute, wir wollen noch einen Preis an euch raushauen. Und zwar eine Maus. Das heißt, wir machen jetzt einfach Folgendes. Wir machen dasselbe Spiel wie gerade. Obwohl, wir wollen vielleicht mal eine Sache ohne Facebook machen und ohne Skype, damit die Leute auch, damit jeder eine Chance hat, der jetzt noch so lange bei uns geblieben ist. Wir haben jetzt noch 1600 Listener für in der Woche 5 nach 1 ist das überragend. Gut, das ist die ganze Zeit jetzt so spät 3000 nicht bleiben, weil irgendwie klar. Haben wir noch eine tolle Frage, eine tolle Preisfrage, wo ihr dann einfach per Mail die gewinnen könnt. Hm. Können wir sagen, die Leute, die jetzt eine Mail auf diese Preisfrage schicken, kriegen, wir haben auch noch die ganzen Gadgets von getdigital.de. Lieber Philipp, kannst du mal diese Matte und diesen Knopf uns mal eben ganz kurz geben, dann zeigen wir die mal eben. Die müssen wir auch raushauen. Wir machen das so einfach, dass wir ein paar Sachen jetzt raushauen. Am Freitag haben wir noch, wir haben so viele Preise. Diese Matte. So, mal, die müssen wir zusammenhalten. Du links, ich rechts. So, das hier ist die Get Digital Matte. Ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man darauf Bock hat. Getdigital.de hat uns sie geschickt. Ja, wenn ihr auf so eine Fußmatte Bock habt. Oder, Malle, kann man das wieder abnehmen und weg mit dem Ding? Oder den Panic-Knopf, ja? Initiating Panic Sequence. Ich finde den ja nicht so den Knüller. Ja. Ich finde, der ist zu sehr Hummer J für uns. Von daher könnt ihr den auch gewinnen. Plus, würde ich sagen, ein T-Shirt oder zwei T-Shirts. Plus eine, wie heißt die? G600. Ja, für eine Preisfrage, die sich mein kompetentes Team jetzt gerade ausdenken wird. Natürlich mit Just Network Motto. Fragende Gesichter. Für heute irgendwas? Oh, das ist gut! Da müssen die Leute einfach nur auf deine Facebook-Seite gehen. Hast du nicht angegeben? Ich glaube, sie haben es noch nicht gehört, von daher. Also, liebe Community. Nein, ist zu leicht. Die Leute müssen sich ins Zeug hängen. Die müssen aufgepasst haben und den Mitschnitt. Du kannst auch den Mitschnitt knucken, haben wir ja gesagt. Wir haben ja, ist ja schon auf der Seite. Also, liebe Leute, wie alt wird Pape in diesem Jahr noch? Und wann ist sein Geburtstag? Da müsst ihr recherchieren. Da müsst ihr, wenn ihr nicht aufgepasst habt, den Mitglied schauen. Und dafür kriegt ihr noch Megapreise. Also, wie alt wird Pape und wann hat er Geburtstag?
Wenn ihr uns das sagen könnt, per Mail an gewinnspiel@justnetwork.eu, gewinnt ihr einen dieser Preise. Leider habe ich gerade keinen Zugriff auf meine Mails, aber das werde ich auf jeden Fall morgen oder den nächsten Tagen auf die Seite stellen. Spätestens Freitag werde ich das bekannt geben. Und die alle anderen Preise gibt es am Freitag in Late Game. Das Schlauste wäre, wenn man das auf Just Help einfach fragt. Auf Just Help könnte man das fragen. Just Help, was ist das nochmal? Dann gucken wir nochmal drauf. Wir lassen mal eben ganz kurz auf unsere neue Seite justhelp.eu gucken. Verehrte Regie, werdet ihr mal so lieb? Längst! So, und während wir da jetzt... Oh, die Seite ist aber echt lahmarschig. So, was ist das neue Hörspiel? Just War Z, genau. Was spielt ihr gerade so? Sollte Pape Komod werden? Da guck jetzt mal rein. Das sind ja mehr so Umfragen, als war wirklich wirklich interessant. Miriam als Kamerafrau. Pape muss ja bald zum Bund. Ansonsten wäre er ein super Co-Mod. Steve und Pape, es gäbe sicher gute Dialoge. Okay. Ich weiß ja nicht. Wird es bald ein Copycat-Help geben? Das ist eine gute Frage. Können sich nur um Stunden handeln. Was sagst du zu DJ Jakob? Hat er wahrscheinlich selber eröffnet. Was haben wir noch? Ist die peinlichste Release-Sendung aller Zeiten? Was ist denn jetzt daran peinlich eigentlich? Das ist ja Weltklasse. Das ist wieder jemand natürlich ja, die passen dafür, dass die Probleme dermaßen groß waren, ist die Sendung doch vollkommen okay. Bitte löschen, Mr. Copycat. Natürlich. Natürlich. Wo ist denn die Ausgangsfrage? Geht's von unten nach oben? Wo fängt es denn an eigentlich? Die Ausgangsfrage ist oben. Bis oben. Ach so. Ja. Ist das die peinlichste Release-Sendung aller Zeiten? Ja. Also nochmal gepostet. Es war halt ein Beta-Test, Leute. Es war das erste Mal. Es kann halt einfach sein, dass sowas passiert irgendwie. Ja, dafür machen wir haben uns ja nur zwei Wochen Tag und Nacht um die Ohren geschlagen und natürlich ist Spott und Hohn, aber wir haben trotzdem haben 3000 Leute irgendwie, das ist garantiert mindestens das Dreifache, was die Konkurrenz hatte. Ja? Die haben einfach ein schwarzes Bild angeguckt. Also was wollt ihr von mir? Gut, also, warum sind wir jetzt auf diese Seite gegangen eigentlich? Einfach mal zu gucken, ob es was Spannendes gibt. Skype-Adresse. Papes Geburtstag, könnte man fragen. Was ist eurer Meinung nach besser? Just Papo oder Just Stevino? Also eigentlich sollte es ja wirklich eine kompetente Seite wo wirklich Leute bei ihren Problemen geholfen werden. Das ist ja alles jetzt sehr albern, muss ich sagen. Das wird Edo auch bestimmt. Papes Geburtstag, Fragezeichen, ist gerade eröffnet worden. Mal gucken. Oh, da schon, der postet schon der erste rein. Verdammt nochmal, verdammte Axt. Ich hoffe, du zeigst es gerade nicht. Doch, selbstverständlich. Verdammt, schnell raus. Auf justhelp.eu kriegt ihr vielleicht die Antwort. Wer weiß. Vielleicht. Aber vielleicht stimmt das gar nicht, das Richtige. Man weiß es nicht. Ich weiß es selber gar nicht, weil ich Papa grundsätzlich nicht zuhöre. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal zum Abschluss. Mal gucken, ob sich gerade was in WoW getan hat. Wahrscheinlich werde ich... Oh nee, Moment mal! Schaut mal schon um! Scheinbar kommen wir an in Pandaria. Oh, es gibt jetzt eine geile Sequenz. Schade, dass wir keinen Ton anhaben. Oder hört man Ton? Ja, ich habe ihn ausgeschaltet, aber vorhin hatten wir auch Ton. Natürlich super jetzt. Oh, da unten steht's ja. Es wird. Ah, es ist Untertext. Ja. Untertext vor allem. So, was steht hier? Bla 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 bla. Ach komm, für den Verkehrs. Scheiß auf Lore. Kann sich Vermina angucken, den Scheiß. So, discovered Pandaria! So, jetzt kann ich wenigstens sagen. Sie haben das Addon durchgespielt. Ja. Jetzt kann ich wenigstens sagen, ich war da. Ich war ja in der Beta kurz hier. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier oben? Das war in der Beta, war das noch ein großer Stein, glaube ich. So, kann ich hier schon aufsteigen? Hier kann man gar nicht fliegen, ne? Ist doch am Anfang extra so gemacht. Ist ja scheiße. Oh, das leckt ja gar nicht. Super. Wie komme ich hier jetzt raus aus dem Bordell? Was ist denn eigentlich die Lore, Malte? Jetzt kannst du mir doch bestimmt sagen, warum ich jetzt hier gerade bin. Habe ich das durch Zufall gefunden, das Ding? Oder? Wieso du da gerade bist, ist doch klar. Also, die Horde will natürlich Pandaria... Ja, das heißt, wie komm ich kolonisieren. Wie komme ich denn hier jetzt irgendwie? Ist das ein Fahrstuhl? Und du machst gerade so ein bisschen den Anfang, sag ich mal. Also, du bist so der Vorreiter der Horde und sollst jetzt ein bisschen klar machen, ne? Oh, da kann man drauf feuern, glaube ich. Kann man? Ja, das hat sich auch krass geändert. Also, wir haben im Podcast schon drüber geredet, am Anfang, wo du, glaube ich, auch Beta gespielt hast, war das Event ja so, keine Ahnung, du bist irgendwo in einem Gebiet losgelaufen, hast ein paar Quests gemacht, ein paar verletzte Orks aufgesammelt. Das hat sich jetzt komplett geändert. Also lohnt sich auf jeden Fall nochmal durchzuspielen. Okay. Muss ich jetzt eher erst gewinnen, dass ich hier rauskomme, oder was?
Oder du musst den Quest abgeben. Speak to General bla bla bla. So, nee, warte mal, ich steig auf mein Zebra jetzt. Sag mal. Wo ist denn das Arschgesicht? Der ist oben wahrscheinlich, hä? Oh, leck mich doch, da ist gar keine Ruhe zu. Man könnte Questtexte lesen. Wozu denn? So, also, zurück zu General Nass. Hast du nicht gesehen.